Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5. Wir spielen TH1, Verkehrsunfall mit LKW. Ja, wir spielen heute wieder die Lüdenscheid-Modifikation, befinden uns hier auf der Brandscheid-Karte und spielen auf der Brandausbreitungsstufe Brandmeister. Die Atemschutzlogik ist auch wieder aktiviert, genau. Ja, TH1 VU-LKW kam eben gerade rein, hat mich nur leicht unterbrochen und ja, dieser Einsatz ist direkt auf der Autobahn. Und da, ja, das ist dieser Einsatz, bei dem ich dieses Unfallfahrzeug hier sogar einmal übersehen hatte. Und ja, leider da eine Person verstorben ist. Jetzt habe ich das Auto gerade mal wahrgenommen. Und bevor ich hier noch weiter rumquatsche, würde ich einfach mal vorschlagen, ich schicke jetzt erstmal hier Fahrzeuge los. Ja, wir fangen einfach mal an mit zwei HLFs. Ich denke mal, beziehungsweise wir schicken mal mehr raus. Wir schicken mal zwei HLFs und einen Rüstwagen mit raus. Ja, wo parken wir die, ist so ein bisschen die Frage. Wir müssen mal gucken, dass wir hier vielleicht auch vorbeigefahren kommen, irgendwie durch den Wald durch, was weiß ich. Und Rüstwagen auch nochmal hier hinten. Dann brauchen wir auf jeden Fall die Autobahnpolizei. Würde ich jetzt hier mal mit zwei Fahrzeugen losschicken. Ah, das ist hier direkt bei der Kurve. Gut, da machen wir eine Vollsperrung draus. Die Autobahn ist ja sowieso komplett zu. Also machen wir hier einfach komplett mit der Schilderbrücke eine Vollsperrung. Den anderen Streifenwagen könnten wir ja auch noch mit reinstellen. Viel Blaulicht stoppt schon mal die Fahrzeuge, wenn die Blaulicht auf der Autobahn sehen. Dann brauchen wir hier mindestens 1, 2, 3, 4 Rettungswagen. Mindestens. Da ist auch schon die Wache 2 komplett mit den Rettungswagen hier unterwegs. Jetzt nur so die Frage, wo parken wir am besten mit den Rettungswagen? Normalerweise müssten wir uns hier hinten irgendwo hinstellen. Machen wir, glaube ich, auch. Kleinbrand. Jetzt kam noch ein B0 Kleinbrand rein. Gucken wir gleich danach. Kann sein, dass das ein Kleinbrand ist, der wieder mitten im Wald ist und dass da wieder Probleme gibt. Ich würde jetzt hier auch mal zwei NEFs mindestens mit rausschicken. Ja, dann sind wir da auch schon mal auf der sicheren Seite. Und dann haben wir doch jetzt schon mal einiges hier alarmiert und können somit schon mal ein bisschen was hier anfangen. Was wir auch mal mit rausschicken könnten, wäre, wir haben da eine Ölspur. Das ist, glaube ich, auch mal ganz cool, wenn wir den GWL da mal mit rausschicken. Machen wir das einfach mal. Sieht auf der Autobahn bestimmt auch cool aus. Der hat einen schönen Heckwarner dran. Passt schon. So, genau. Ah, ist nicht im Wald der Kleinbrand, ist direkt hier neben der Freiwilligen Feuerwehr. Löschgruppe Friedens, da schicken wir einfach mal direkt ein Fahrzeug von los, würde ich sagen. Genau, was wählen wir da einfach mal aus hier? LF 10 nehmen wir. Können sich einfach hier mal in die Kurve stellen. Genau, dann wird hier jetzt schön alarmiert. Und wir springen mal wieder zurück zum Einsatz hier auf der Autobahn. Die Polizei nimmt eine fiese Abkürzung. Ist mir aber auch ganz recht, dann können wir nämlich hier ganz schnell die Vollsperrung machen. So, dann einmal dorthin. Wir ziehen mal dem Kollegen gerade noch eine Warnweste an. Wir klappen auch. Ups, wir brauchen hier eigentlich keinen Verkehr umleiten. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, wir schalten hier jetzt einfach mal die Matrix mit an. Vollsperrung sehen wir jetzt hier schon. Lauter rote Kreuze. Dann hier, das schalten wir natürlich auch noch aufs X um. Und bei dem anderen Streifenwagen machen wir das dann noch so. Oder machen wir dann genauso. Ja, dann sollte ich vielleicht auch mal hier ein paar Fahrzeuge auf Streife schicken von der Polizei. Kennt ihr ja schon. Machen wir ja immer. Und ja, wenn ich hier richtig höre, brennt das Fahrzeug sogar. Man sieht es ja auch an den Balken. Sieht so aus, als würde es brennen. Ich hoffe, dass bald die Fahrzeuge eintreffen. Es sind einige unterwegs. Aber die haben halt eine ordentlich weite Fahrt vor sich. Bis sie auf der Autobahn in der Fahrtrichtung dort ankommen. Ich sehe aber gerade, die Rettungswagen nehmen auch eine fiese Abkürzung wie die Polizei. Die fahren einfach hier hinten hoch. Ist natürlich nicht so gedacht eigentlich, aber gut. So sind sie wenigstens schnell vor Ort. Hat aber nichts jetzt mit realistischen Spielen zu tun oder so. Aber gut, da bin ich sowieso raus. Aber ja, naja. Sieht halt ein bisschen arg komisch aus, wenn die so komische Wege fahren. So, und hier der Müllbrand breitet sich auch schon ein bisschen aus. Und hier haben wir noch einen Kreislaufkollaps reinbekommen. Alles klar, schicken wir auch mal einen Rettungswagen los. Übrigens spielen wir auch in der Folge wieder auf Einsatzstufe 1 und haben die Anzahl der Side-Events auf Stufe 4. Genau. So. Erstmal Schellangriff, Verteiler wird dann aber auch noch aufgebaut und eine Wasserversorgung hätte ich auch noch gerne. Wie sieht's aus mit der Feuerwehr? Der Rettungsdienst hat komplett Abkürzung genommen. Ja, die sind alle schon da. Feuerwehr ist immer noch nicht eingetroffen, aber genau, die fahren hier gerade durch die Vollsperrung durch. Ich weiß auch nicht, wo der andere Streifenwagen hier rummacht. Der fährt wohl den korrekten Weg. Der ist den korrekten Weg gefahren, deswegen hat der so lange gebraucht. Weil die kommen ja beide aus der gleichen Wache. Normalerweise hätten die den gleichen Weg nehmen können und hätten auch, ja,
Was wollte ich dazu sagen? Keine Ahnung. Wir hätten auf jeden Fall hier gleichzeitig eintreffen können. Aber naja, haben sie jetzt nicht. So, erstes Feuerfahrzeug steht dann schon mal da. Ich würde dann mit denen jetzt erstmal gucken, dass ich das Feuerchen da hinten ausbekomme. Deswegen einmal einen Verteiler hier mitten in den Wald reinlegen. Dann sind wir da schon mal auf der sicheren Seite, dass das Feuer da aus ist. Und der Gruppenführer kann schon mal hier anfangen, bei den Fahrzeugen reinzuschauen. Heckwarner ist schon an. Bei den anderen Fahrzeugen könnte man das auch noch einschalten. Braucht man zwar jetzt nicht so unbedingt, weil es sollte hier jetzt sowieso kein Auto mehr entlangfahren. Aber man weiß ja nie so genau. Man ist ja direkt hier nach einer Kurve. Das ist ein bisschen gefährlich. So, da haben wir schon mal ins erste Fahrzeug reingeschaut. Da haben wir eine Person. Dann fangen wir da auch schon mal an rauszuschnippeln. Gucken wir gerade mal ins nächste Auto rein. Der Einsatz ist gerade fertig. Sehr schön, beim Kreislaufkollaps steht auch schon ein Rettungswagen. Wunderbar. Feuer ist aus. Da sind zwei Personen sogar drin, okay. Jetzt treffen auch die weiteren Fahrzeuge ein. Perfekt. Ich hoffe mal, die kommen hier noch irgendwie durch. Aber ich denke mal schon, die kennen da ja nichts. Genau, die fahren da einfach so kreuz und quer durch. Rüstwagen ist auch eingetroffen, wunderbar. Dann würde ich auch dem mal empfehlen, mach den Heckwarner mal an. Und wir schauen gerade mal nach dem Container und wir schauen mal bei dem LKW da vorne rein. Während ich gerade meinen Gruppenführer ein bisschen vermisse. Ach, der ist hier hinten. Da sind auch Personen drin, die befreit werden wollen. Alles klärchen. So, wir können hier auch nochmal schauen. Beziehungsweise nach dem Hänger. Da ist aber keine Person drin, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Da hat sich gerade jemand aus dem Rüstwagen den Spreizer geholt. Alles klar, von mir aus. So, wir können auch hier dann schon mal anfangen, Personen rauszuschneiden. Da ist ja die erste verletzte Person schon. Das könnte der GWL sein, jawohl. Kreislaufkollaps können wir aufladen. Machen wir auch direkt einfach mal. Und dann schauen wir hier mal weiter. Das Auto ist aber auch echt fies versteckt im Wald. Ich hoffe, das war auch wirklich nur das eine Fahrzeug, nicht, dass hier irgendwo noch ein anderes Auto rumfliegt, aber ich glaube, das war nur das eine. Vielleicht fällt uns ja dann noch im Laufe des Einsatzes auf, dass da doch irgendwo noch ein anderes Auto steht oder liegt. So, das war aber jetzt hier nur die eine Person in dem Fahrzeug. Ja gut, wer da jetzt rausschnippelt, ist eigentlich egal. Ich denke mal, der andere Kollege ist da ein bisschen schneller. Wir haben jetzt noch einen gebrochenen Arm reinbekommen und hier müssen wir auch mal einen Notarzt losschicken. Ich glaube, wir brauchen auch noch einen weiteren Rettungswagen. Genau, wir haben hier einmal zwei Personen drin, deswegen schicke ich hier gerade noch mal einen los. Der kann sich ja mal hier vorne hinstellen. So, die sind schon unterwegs. Dann hier. Genau. Und dann können wir eigentlich auch anfangen, schon mal hier Betriebsstoffe abzubinden. Habe ich da nochmal einen Notarzt gehört? Okay. Da brauchen wir auch einen Notarzt. Schicken wir los. Gebrochener Arm. Rettungswagen wird auch mal losgeschickt. Kommt aus der Wache 1. Wie sieht es so aus mit dem Rettungsdienst? Wache 2 ist komplett unterwegs. Notarzt ist unterwegs. Rettungswagen und das. Und Wache 4 ist auch komplett unterwegs. Das ist natürlich wieder ein bisschen doof. Ich würde jetzt einfach mal von der Wache 4... von der Wache 1... ja, einen Rettungswagen ohne Sonderrechte hier zur Wache 4 schicken, damit die hier die Bereichsabdeckung übernehmen. Genau, dann da noch jemand hinschicken und wir brauchen noch einen weiteren Notarzt. Okay, kommt aus der Wache 1. Kann sich ja eigentlich mal hier vorne hinquetschen. So, und da haben wir noch eine Person drin, die holen wir da auch noch raus. Hier, er kann schon mal anfangen, die Betriebsstoffe abzubinden. Und da wir hier nochmal die Polizei bräuchten, würde ich jetzt nochmal ein weiteres Fahrzeug von der Polizei hinschicken. Die Bundespolizei kommt her. Wir müssen nämlich hier noch die Spuren sichern. Ja, und ich möchte jetzt hier die Autobahnpolizei eigentlich nicht von der Vollsperrung wegholen. Was hat er denn hier vorgehabt? Was ist denn da los? Wollte er sich vielleicht vorbeidrängen? Ich weiß ja nicht. B0, Buschbaumbrand. So, hier, die haben wir hauptsächlich jetzt gerade mal zur Unfallabsicherung da. B0 Buschbaumbrand. Ist das nicht schon wieder in der Nähe von der Feuerwehr 22? Ich glaube schon. So. Ja, oder
Wache 1. Nee, komm, ich würde jetzt hier nochmal die Freiwillige Feuerwehr alarmieren. Wieder mit dem LF-10. Hab ich die jetzt leider im Gebäude hier geparkt. Aber gut, können wir dann umparken, wenn die da sind. Vorne fährt die Bundespolizei. Hier kommt gerade der Rettungswagen an. Beim gebrochenen Arm. Kreislaufkollaps schicken wir mal los in Richtung Krankenhaus. Und dann gucken wir hier gerade mal weiter. Ich brauche auch noch ein Foto für die Folge. Deswegen wollte ich jetzt gerade mal gucken, ob wir hier irgendwie ein interessantes Bild bekommen. Ist nur die Frage, wie wir das hier genau jetzt gerade mal machen. Wir haben nämlich da noch lauter Ghost-Modelle rumstehen. Aber hier die ganzen Rettungswagen könnte man theoretisch mal wieder ablichten. Und die Feuerwehr im Hintergrund. Könnte man theoretisch machen. Das Bild da jetzt gerade nicht so dunkel werden würde. Dann machen wir es so. Auch mal den Rüstwagen könnte man wieder auf ein Foto draufbringen. Hab ich überhaupt nichts dagegen. GWL im Hintergrund haben wir auch viel zu selten im Einsatz. Deswegen ist es auch mal eigentlich ganz schön, wenn der mit auf dem Foto drauf ist. So, mit Heckwarner an sogar. Hier vorne, wie gesagt, sind noch die Ghost-Modelle. Die sehen auf so Fotos immer nicht ganz so schön aus. Deswegen, ja, gucken wir mal, dass wir die nicht so dolle sehen auf dem Bild. Naja, ich glaube, wir haben ein Foto dabei. Lassen wir es weiterlaufen. So, wir haben hier noch eine Person, die hatten wir befreit. Und somit müssten wir eigentlich alle versorgt haben. Notarzt darf hier natürlich mit. Da hinten brauchen wir noch den einen Notarzt, stimmt. Der ist noch auf dem Weg. Der wird auch noch ein bisschen brauchen, oder? Oh Gott, der hat noch voll den weiten Weg vor sich. Habe ich hier irgendwo gerade noch einen Notarzt rumstehen, der nichts zu tun hat? Dann kümmere dich bitte mal um die Person. Wir haben da ein Polytrauma. Nicht so schön. Naja. Da brauchen wir auch noch... Wir brauchen noch einen Notarzt, okay. Wir nehmen mal den Rettungshubschrauber mit dazu. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Wurde sich sowieso gewünscht, dass der öfters hier mit dem Einsatz ist. Und wenn wir jetzt noch so viele Notärzte brauchen, beziehungsweise noch einen weiteren... Wenn ich jetzt nochmal auf Notarzt gehe, kommt wahrscheinlich der nächste aus der Wache 1. Und der Wache 1 ist halt, wir sind hier unten auf der Minimap. Und ganz oben im Norden würde der Notarzt angefangen kommen. Ja, man sieht es ja, was für einen Weg der sogar noch vor sich hat, den ich schon vor längerem alarmiert habe. Der ist auch noch ein bisschen unterwegs. Und ja, deswegen machen wir das einfach mal so. Dass wir jetzt einen Hubschrauber herholen. Polizei ist ja auch noch auf dem Weg, sollte aber bald eintreffen. Hoffe ich mal. Also die ist auf jeden Fall schon auf der Autobahn unterwegs, aber halt außerhalb von der Map. Ajo. Was wir auch schon mal machen könnten, wäre hier mal ein paar Abschlepper losschicken, oder? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fahrzeuge, die abgeschleppt werden müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Parken wir gerade einfach mal hier in der Kurve. Genau. Hubschrauber wäre schon am Start, kann aber noch nicht landen, weil die Polizei noch keinen Landeplatz festgelegt hat. Ich höre die halt auch gerade überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wann die ankommen. Die sind auf jeden Fall schon irgendwo auf der Autobahn unterwegs. Naja. In der Zeit kann der Notarzt sich mal um die Person kümmern. So, da fahren auch schon die ersten los. Hier haben wir einen Schockzustand. Okay. Können wir hier schon mal aufladen. Ein Rettungswagen haben wir jetzt wahrscheinlich zu viel da, weil wir haben halt den Hubschrauber. Können wir theoretisch eine Person mit abtransportieren. So, Polytrauma, gebrochener Arm. Gebrochener Arm ist jetzt eher was Harmloseres. Schockzustand haben wir hier. Naja, ich würde dann hier schon mal so ein bisschen anfangen aufzuräumen. Ah, die zwei treffen zur gleichen Zeit ein. Okay. Da brauchen wir also einen Notarzt. Dann würde ich den gerade mal nehmen. Und würde den direkt mal weiterfahren lassen. Sollte hier einsteigen. Polizei ist da. Dann hier ganz schnell Landeplatz festlegen. Feuerwehr macht jetzt gerade auch mal Platz. Genau, einmal hier. Dann landen.
Dann können wir gerade mal die Unfallstelle noch untersuchen. Und dann passt es soweit. Hier die Feuerwehr, die hat hier drüben die hat da drüben geparkt. Im Gebäude drinne. Klappt gerade mit dem Parken jetzt. So, okay. Dann jetzt Schnellangriff. Hat sich jetzt nicht weiter ausgebreitet oder so, deswegen, ich denke mal, das haben wir schnell unter Kontrolle. Gebrochene Arm laden wir gerade auch mal auf und dann gehen wir zurück zum Verkehrsunfall. Hier haben wir aufgeladen, dann können wir hier eine Person mitnehmen im Hubschrauber. Die können wir losschicken, da ist der Notarzt drin. Genau, wo hat er nochmal hingehört? Er hat zu dem Rettungswagen gehört, die machen sich jetzt auf dem Weg. Und hier laden wir die andere Person auf, dann kann da auch nochmal der Notarzt mit einsteigen. Das müsste ja dann hier sein. Und dann sollte es passen. Genau, der kann dann eigentlich weg, den brauchen wir nicht mehr. Weil Hubschrauber, wie gesagt, übernimmt jetzt auch den Abtransport. So, für die Feuerwehr haben wir eigentlich an sich auch nichts mehr zu tun. Deswegen würde ich die jetzt schon mal wegschicken. Das ist natürlich jetzt auch nice, wäre hier nochmal den Hubschrauber mit aufs Bild zu bringen. Unfall auf der Autobahn, ja, dann Hubschrauber auf dem Thumbnail drauf. Mit Polizei im Hintergrund, man sieht noch die Feuerwehr im Hintergrund. Ich glaube, das können wir machen. So, machen wir es einfach mal so, haben wir nochmal ein Bild vom Heli. Okay. Dann bin ich zufrieden. Dann haben wir auf jeden Fall ein schönes Bild, denke ich mal. Und dann können wir das hier weiterlaufen lassen. So, Hubschrauber kann dann auch gleich wieder abheben. Die schicken wir auch gerade mal in Richtung Krankenhaus. Also gebrochener Arm ist auch abgeschlossen. Und hier das kleine Feuerchen ist auch schon beendet, beziehungsweise schon gelöscht. So, ich hoffe, die kommen jetzt gleich auch mit der Trage angelaufen. Ah, da ist die Trage schon unterwegs für die Person hier. Und dann gucken wir mal nach den Abschleppern. Okay, die ersten drei stehen schon da. Wir könnten also schon mal anfangen, hier abzuschleppen. Und können auch schon mal einen Abschlepper hier in den Wald reinschicken, dass wir das Fahrzeug da auch wegbekommen. Hubschrauber hebt ab, wunderbar. Können wir gleich hier die Landestelle entfernen. Und dann könnte die Bundespolizei eigentlich auch schon wieder weiterfahren. Brauchen wir hier nicht mehr, wir haben da soweit alles untersucht. Die fahren jetzt auch gleich weg, Notarzt ist schon im Fahrzeug drinne. Perfekt. So, er sucht wahrscheinlich gerade noch einen Weg zu dem Fahrzeug hier hin, aber er wird schon einen finden. Feuerwehr sucht gerade auch einen Weg weg. Sieht ein bisschen kompliziert aus, was sie da machen, aber wird schon passen. Die anderen Abschlepper brauchen noch ein bisschen. Oh Gott, die sind noch voll weit weg. Die sind noch voll weit weg. Okay, Fahrzeug wird abgeschleppt. Sehr gut. Ja, wollen wir hier schon mal die Aufträge erteilen? Also der eine kann schon mal das Fahrzeug mitnehmen, der nächste Abschlepper kann schon mal das mitnehmen und der Abschlepper kann schon mal den LKW aufladen. So, wir hören gerade den Hubschrauber wieder im Hintergrund fliegen. Der fliegt gerade wieder zurück zur Basis. Ein Abschlepper ist schon mal eingetroffen. Perfekt. Die anderen, ja, kommen von Abschleppdienst Moser. Und der ist halt weit weg. Da müssen sie halt wirklich einen großen Umweg fahren, um da hinzukommen. Aber die kommen schon früher oder später an und dann geben wir die Autobahn wieder frei. So, wir haben jetzt hier nochmal einen Kreislaufkollaps reinbekommen. Also einmal alarmieren. Ich wollte gerade schon mal gucken, ob wir vielleicht eine Spur freigeben können, aber nee, solange der Auflieger da nicht weg ist, können wir keine Spur freigeben. Das ist natürlich doof. Staut sich hier so ein bisschen. Ein Fahrzeug ist auch schon verschwunden. Das despawnt halt irgendwann, wenn es nicht weitergeht.
Naja, so, der Rettungswagen ist auch gleich schon vor Ort. Der war wahrscheinlich eben gerade noch auf dem Rückweg vom Krankenhaus. Der war ja eben schon im Einsatz und ja, wurde jetzt einfach direkt wieder abgegriffen. Der Rettungswagen hat sowieso oft das Problem. Den sollten wir vielleicht auch mal auf Status 1 setzen. Ja, der Rettungswagen hat oft das Problem, wenn der gerade im Einsatz war in der Stadt und ist auf dem Rückweg, der wird so oft dann wieder alarmiert auf der Fahrt oder während der Fahrt zurück, dass er dann manche Probleme hat, zur Wache 6 zurückzukehren. So, wir gucken gerade einfach mal ein bisschen zu, weil wir haben eigentlich nichts mehr zu tun. Wir sind hier nur noch am Patienten abtransportieren, warten hier noch auf die Abschlepper, die jetzt aber anscheinend eintreffen. Ja, perfekt. Dann können wir hier sogar schon mal so ein bisschen die Autobahn räumen. Ja, ist ja trotzdem noch voll gesperrt. Aber schon mal ein Fahrzeug wegschicken. Genau, die fangen jetzt hier an abzuschleppen. Wunderbar. Genau, die Polizei düst schon mal vorbei. Dann würde ich jetzt auch, glaube ich, schon mal die Vollsperrung aufheben. Bis die Fahrzeuge da sind, sind die Abschlepper weg. Dann hier auf Streife gehen. Autobahn ist wieder freigegeben. Der erste Abschlepper fährt schon mal weg. Der zweite ist auch in wenigen Sekunden weg. Hypertensive Krise. Hypertensive Krise. Rettungswagen und Notarzt brauchen wir da. Rettungswagen mal hier parken, Notarzt mal dort. Jo. Achtung, ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Das waren hoffentlich Fake News. Genau, die ersten Fahrzeuge treffen ein und er fährt passend weg. Perfekt getimed, passt. So, hier laden wir also auch mal auf bei dem Wetter. Wollen wir ja schnell von der Straße runterkommen. Ab in den trockenen Rettungswagen. Und dann ins Krankenhaus. Und hier bei der hypertensiven Krise war anscheinend gerade noch der Rettungswagen in der Nähe. Und ich glaube, der Notarzt war auch noch in der Nähe, oder? Wenn ich richtig sehe, genau. Der ist auch gleich da. Gut. Es wird gleich erstmal wieder piepsen, weil ich mit dem Sunny mich erstmal um die Person kümmere, bis der Notarzt da ist. Aber wir hören ihn schon. Ist auch gleich hier vor Ort. Da ist er. Da ist er auch schon. Dann ran an die Arbeit. Heck war da noch an. So, perfekt. Und dann ist erstmal hier die Abbiegespur blockiert. Ja, ihr müsst jetzt hier mal außen rumfahren und dann vielleicht hier rum abbiegen. Kriegt er schon hin. So, ab ins Krankenhaus. Kreislaufkollaps ist fertig. Verkehrsunfall mit LKW ist auch abgeschlossen. Hier können wir gleich auch schon aufbrechen. Ich würde jetzt einfach mal die Trage rausnehmen lassen, schon mal von dem Kollegen hier. Und dann können wir gleich aufladen. Ach, hier im Hintergrund fährt gerade der Abschleppdienst durch die Gegend. Der war gerade auf der Autobahn. Die sind wieder auf dem Rückweg. Okay. Notarzt ist fertig. Also laden wir auf. Notarzt darf auch schon mal in den Rettungswagen einsteigen. Auch schon mal ins Trockene sich flüchten. Und dann geht's auch hier ab ins Krankenhaus mit Sonderrechten. RD, hypertensive Krise. Die nächste hypertensive Krise. Jawohl. Okay, dann Rettungswagen und NEF. Hier wird jetzt der Rettungswagen aus der Wache 1 losgeschickt, der bei der Wache 4 positioniert steht. Wir haben zwar bei der Wache 4 mittlerweile auch schon wieder einen weiteren Rettungswagen da. Aber jetzt, warum ihn alarmieren, wenn hier sowieso welche noch bereitstehen? Also, dann haben wir hier die Bereitstellung quasi offiziell beendet. Die sind jetzt auf dem Einsatz und Wache 4 ist auch wieder einsatzbereit. Gut. Da sind wir auch schon da. Wird aber gleich auch erstmal piepsen, weil noch kein Notarzt da ist. Aber ich denke mal, der ist auch gleich da, weil der, ja, der war auch gerade noch unterwegs auf dem Rückweg von dem Verkehrsunfall auf der Autobahn. Wir hören ihn schon. Da ist er auch schon. Genau, Heckwarner noch an. Es piepst jetzt gleich erstmal, bis der Notarzt dann da dran ist, aber ist ja kein Thema. Gut, also die hier sind auf dem Weg zum Krankenhaus. Dann machen wir das einfach mal zu. Und hier wird es noch ein bisschen dauern. Waren aber ultra schnell vor Ort. Vielleicht sind wir damit auch schnell auf dem Weg in Richtung Krankenhaus dann. Kommen wieder die Abschlepper im Hintergrund vorbeigefahren. Ja, nice. Beziehungsweise es war der eine. Die anderen stehen anscheinend gerade noch an der Kreuzung, wenn ich richtig sehe, bei der Wache 4 in der Nähe. Die kommen auch gleich wieder im Hintergrund vorbeigefahren.
Die werden sich heute auch denken, die Fahrer von den LKWs, oh Gott, was ist denn hier in der Stadt los? Überall Rettungswagen, Notärzte unterwegs und schwere Unfälle auf der Autobahn. Einiges los in der Stadt. Ja, aber es gibt ja so Tage. Es gibt ja so Tage, wirklich, da klappt irgendwie alle zwei Minuten gefühlt irgendwo jemand zusammen. Da, wenn du da Richtung Krankenhaus hier fährst oder auf der Hauptstrecke vom Rettungsdienst in Richtung Krankenhaus entlang fährst, da musst du alle zwei Sekunden Platz machen für einen Rettungswagen gefühlt. So Tage gibt's. Also was ich jetzt so als Außenstehender halt sagen kann. Ich finde es ja immer wieder krass, was in so Notaufnahmen geleistet wird. Wenn du das auch bei uns hier so siehst in der Gegend, da kommt alle paar Minuten stellenweise, wie gesagt, ein Rettungswagen zur Notaufnahme gefahren. Entweder mit Blaulicht oder ohne Blaulicht. Was da manchmal los ist, ist Wahnsinn. Oder du siehst halt, fünf Rettungswagen fahren hin gerade mit Blaulicht und fünf fahren gerade vom Krankenhaus weg quasi. Was da durchgeschleust wird, ist echt der Wahnsinn. So, nur das muss jetzt noch in den Rettungswagen einsteigen. Ist halt auch immer richtig doof, dann wenn so eine Notaufnahme gerade keine neuen Patienten aufnehmen kann, das ist halt immer auch ganz mies. So, wir haben jetzt gerade einen Amokläufer. Einen Amokläufer haben wir. Erstes Fahrzeug brennt schon mal. Ich stelle mich hier mal so ein bisschen auf mit der Polizei. Alles Mögliche wird hingeschickt. Also zwei Fahrzeuge brennen schon. Das dritte wahrscheinlich auch gleich noch. Aber die Polizei ist schon ziemlich vor Ort. Das ist gut. Also aber der ist ja voll hier am Durchdrehen. Der ist ja voll am Durchdrehen. Er wurde gepfeffert, festgenommen. Wir haben vier Fahrzeuge, die jetzt hier brennen. Jetzt wird es auch langsam ein bisschen heiß für die Kollegen hier. So schnell wie möglich da weg. So schnell wie möglich. So, schnell weg da, bevor die noch umklappen. Und dann muss ich jetzt gerade mal die Stelle räumen mit der Polizei, weil sonst wird es hier zu heiß für die ganzen Leute oder die Fahrzeuge. Dann fangen die noch an zu brennen und das wäre ganz, ganz, ganz schlecht. So, Vergiftung. Müssen wir auch mal einen Rettungswagen losschicken. Kommt aus der Wache 21 und ja, hier. Müssen wir jetzt warten, bis die Feuerwehr da ist. Wir sind zum Glück ziemlich nah an der Wache 1. Kommen jetzt noch weitere Streifenwagen angefahren, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber ich muss sagen, die Polizei war recht schnell hier vor Ort. Ich meine, dass die Feuerwehr schnell vor Ort ist, ist kein Wunder, weil wir sind ja ziemlich nah an der Wache 1 dran, aber dass die Polizei wirklich mit so vielen Fahrzeugen gleich da ist, Respekt. Das Glück haben wir nicht immer. Das Glück haben wir nicht immer. So, das Fahrzeug braucht ein bisschen länger. Das ist nicht die Abkürzung hier drüber gefahren. So. Da hätten wir noch einen Hydranten. Gehen wir da dran. Der Verteiler hier wurde aufgebaut. Da müssen natürlich noch ein paar mehr Feuerleute mit dran. Und dann brauchen wir hier schon wieder vier Abschlepper, mindestens. Wenn sich kein weiteres Fahrzeug mehr jetzt hier entzündet. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar. Das erste Fahrzeug ist schon gelöscht. So, hier könnte man auch nochmal jemand mit dran schicken. Der rennt schon hin. Und ich würde sagen, wir machen dann den Einsatzstopp mal rein. Wir sind schon, glaube ich, bei 29 Minuten, wenn ich richtig sehe. Und ja, haben wir wieder die Folgenlänge erreicht. Geht's dann morgen weiter quasi. So, Rettungswagen ist unterwegs zum Kreislaufkollaps. Bei der Vergiftung steht auch schon der Rettungswagen, können wir uns gerade mal drum kümmern. Und hier sind alle Brände gelöscht, während gerade noch der letzte Kollege zum Verteiler rennt und dann den Schlauch anschließt. Ja gut, das braucht er nicht mehr so unbedingt machen, das hat sich schon erledigt.
können auch hier den Abschleppern schon mal sagen, was sie für ein Fahrzeug mitnehmen sollen. Dann brauchen wir uns da auch nicht mehr weiter drum kümmern. Dann wird alles weitere automatisch erledigt. Genau, die packen weg, die packen weg. Dann sind wir hier mit dem Amokläufer fertig. Kreislaufkollaps steht auch schon, der Rettungswagen wieder vor Ort. Ja, wir sind hier wieder recht nah an der Wache 4. Kann auch sein, dass der Rettungswagen gerade noch unterwegs war. Hatte ich jetzt nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall waren wir schnell da. Gut, ich würde jetzt auch hier die Zeit mal schneller laufen lassen, weil wir momentan nichts mehr Zeitkritisches haben. Wir sind überall schon dran, also kann eigentlich nichts mehr Wildes passieren. Okay. Hier können wir schon aufladen, bei der Vergiftung auch schon. Dann machen wir das doch gerade mal. Dann fahren die schon mal los in Richtung Krankenhaus. Also Kreislaufkollaps ist auch abgeschlossen. Und bei der Vergiftung laden wir gerade noch die Patientin auf. Und dann ab ins Krankenhaus. Und dann sind wir damit fertig. So, die Abschlepper sind auch schon vor Ort, so wie es aussieht. Genau. Ja, dann sind wir damit auch fertig. Wunderbar. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und gerne auch den Kanal, wer möchte, mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal wirklich sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Genauso ist es. Ja, dann noch eine kleine Info am Rande. Falls ihr auf der Suche seid nach Computerspielen oder Konsolenspielen, könnt ihr auch nochmal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findet ihr einen Affiliate-Link. Führt euch zu Instant Gaming. Ihr könnt euch günstig und legal Spiele kaufen. Und wenn ihr das über den Link macht, auch gleichzeitig den Kanal unterstützen. Für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr. Dann vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.